Hallo und herzlich willkommen bei der Küchenhexe. Ein ganz schnelles Curry-Geschnetzel, das machen wir heute mit Hühnerfleisch und ein Basmati-Reis mit Mandelblättchen. Basmati-Reis habe ich mir schon aufgestellt, das Hühnerfleisch habe ich mir schon geschnitten. Ich habe einfach zwei Hühnerbrüste genommen und die habe ich mir einfach so schön in dünne Scheiben geschnitten. So, wir können schon starten. Da habe ich mir schon ein bisschen Butterschmalz in die Pfanne gegeben. Jetzt werde ich ganz schnell das Hühnerfleisch ein bisschen würzen. Ich würze das ganz gern immer davor, gerade so bei meinem Geschnetzelten, so mal salzen. So. Dann geben wir gleich ein bisschen Pfeffer drauf. Und da gebe ich jetzt gleich einen Löffel Mehl dazu. So. Dann haben wir dann später für die Soße gleich eine leichte Bindung. Das gibt es dann gleich wieder ab an die Soße. Und wie gesagt, dann hat man gleich eine leichte Bindung. So. Da ist auch schon alles schön heiß. Und das werden wir uns jetzt einfach kurz anbraten. Der Curry-Geschnetzel, das ganz was Einfaches, Schnelles und einmal ganz ein anderer Geschmack wieder. Ja? Das Ganze werden wir jetzt gleich einmal umdrehen. Ja, das ist schon recht knusprig. Sehr schön. So, das Fleisch ist schon schön angebraten. Und das sollte auf keinen Fall noch durch sein. Jetzt haben wir da schon ein paar Röstaromen. Das passt mir ganz gut für die Soße. Da habe ich ein bisschen einen Zwiebelknall geschnitten. Ich habe jetzt da einfach eine Frühlingszwiebel hergenommen. So. Ganz kurz ein bisschen anschwitzen lassen. Und dann werden wir gleich mit ein bisschen Weißwein aufgießen. Ich habe da heute einen Riesling und zwar vom Agstein Kali. Das ist ganz wahnsinnig ein guter Wein. Und mit dem werden wir in Zukunft öfter mal was kochen. Und nicht nur kochen, der ist auch so zum Trinken recht gut. So, dann werden wir jetzt ein bisschen ablösen. So, eine Currysoße ist ja eigentlich also eine Weißweinsoße. Die Basissoße habe ich ja eh schon öfter gemacht. Einfach so eine Basis. Weißweinsoße machen und dann einfach Geschmack rein, was man halt gern hat. Paprika oder Curry oder ganz nach Lust und Laune. Das lassen wir jetzt ein bisschen einkochen. Der Wein ist jetzt schon schön eingekocht und jetzt geben wir ein bisschen Hühnerfond drauf. Ich mache mir das ja immer wieder gerne. Ich tue die ganzen Karkassen gern auskochen vom Händel und den frieren wir dann ein. Diesen Fond, dann hat man wieder was Gutes zum Aufgießen. Wer das nicht hat, tut halt einfach mit Wasser aufgießen und gibt halt dann Suppenwürfel rein. So, das Ganze lassen wir jetzt auch wieder aufkochen und ganz leicht einreduzieren. Der Hühnerfond ist jetzt auch schon wieder ein bisschen einreduziert und da geben wir jetzt einfach eine Sahne drauf. Wer Kokosmilch da haben kann natürlich wunderbar Kokosmilch dazugeben. Aber das ist heute mal ganz eine einfache, klassische Currysoße. Deshalb passt das mit der normalen Sahne auch. So, jetzt werden wir das Ganze ein bisschen würzen und zwar mal ordentlich Curry. Dann ein bisschen Chili-Pulver. Das ist nicht scharf, das ist nur für den Geschmack, für die Schärfe und auch Geschmack. Ein bisschen Pfeffer angehoben. Jetzt hat sie ein bisschen salzen. So, boah, duftet schon herrlich. Curry ist so ein tolles Gewürz. Wahnsinn, richtig toll. Probieren wir mal kurz.
dann habe ich da Ananas Gemahl dazu halt aus der Dose und den Saft von der Ananas, den gebe ich da auch dazu. Dann kriegt das ein bisschen Süße, das ist auch sehr gut. Und dann werden wir eh schon das Fleisch wieder eingeben in die Soße. So, dann geben wir die Ananasstücke dazu. Ich habe mir da halt einfach wegen der Farbe ein paar Zuckerschoten, die habe ich mir ganz leicht blanchiert und einen Paprikanroten einfach ein bisschen ausgeschnitten und das geben wir auch noch rein. Das schaut recht schön aus. Und wenn man das erst zum Schluss reingibt, dann bleibt die Farbe schön und es bleibt noch alles schön knackig. Das ist einfach ein bisschen besser. Jetzt habe ich es noch ein bisschen abgeschmeckt. Ich habe noch ein bisschen von meiner Hexenwürze eingegeben. Also man kann ein bisschen Gemüsegewürz reingeben oder eben ein bisschen Suppenwürfel. Das rundet das Ganze dann ein bisschen ab. Eigentlich sind wir schon fertig da. Das ist ja wirklich eine schnelle Nummer heute, gell? Da geben wir noch ein paar Kräuter drauf. Petersilie. Dann habe ich da noch die Stiele von den Frühlingszwiebeln. Den nehme ich auch immer ganz gern her. Der hat da so einen schönen Knack. So. Und jetzt da schaut man dann die Soße, wenn es dick genug ist, dann lässt man es so und sonst tut man es einfach mit ein bisschen Maizena abbinden. Für uns ist das so in Ordnung, ich mag es nicht so gern, wenn es so super dick sind, die Soßen. Das passt einmal so. Gut, dann haben wir unseren Basmati-Reis, der ist auch schon fertig und da geben wir uns heute Mandeln rein. Einfach Mandelblättchen in der trockenen Pfanne, leicht gebräunt. Die geben wir da jetzt rein, das ist total gut. Das werden wir mal kurz unterrühren, gerade ein bisschen. Basmati-Reis hat eh schon ein bisschen einen Geschmack, der ist eh ganz gut. Das passt total gut, haben wir so. Und jetzt beim Anrichten machen wir heute mal einen Reisring, das macht man ganz einfach. Dann einfach mit dem Schöpfer in der Mitte eindrucken, so ein bisschen runde Bewegungen machen. Dann kriegt man einen wunderschönen Reisring zusammen. So, ein bisschen rechten. Und in die Mitte geben wir unser Geschnetzeltes rein. Schaut echt toll aus, oder? Die Farbe. Cool. Und die schmeckt auch gut. Wie gesagt, Curry ist einmal, ist wieder mal was anderes. Schaut toll aus. Kann man natürlich auch mit Rindfleisch oder Pute, ist ja ganz egal. Im Prinzip kann man auch wunderbar einen Fisch machen mit dieser Soße. Wenn euch da heute wieder eine Anregung geliefert habe, wenn euch das gefällt, beziehungsweise gefallen hat, was ich da gemacht habe, darf mich freuen, wenn ihr es nachmacht. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen, gutes Gelingen, bis zum nächsten Mal.